Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf PibbleTube zu Far Cry 5, dem zweiten von drei DLC Lost on Mars. Ja, wir müssen Energiezellen sammeln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und damit Türme für so eine KI freischalten. Okay, wir können sowieso noch nichts weiter. Würde ich sagen, gehen wir hier mal raus. HDR-Effekt. Okay, wir hatten uns grundsätzlich schon einen weiteren Turm. Ach so. Das sind Klatsch Nixon. Da waren wir ja das letzte Mal, da haben wir ja aufgehört. Wir gehen jetzt dahin. Also, das verstehe ich nicht. Also drücke zum Schweben. Aber ich drücke es doch. Also normalerweise müsste ich ja, ich drücke schweben. Steht ja nicht da, dass ich dashen soll. Oh, wir sind auf Sand gelaufen. Also irgendwie habe ich das mit dem Schweben noch nicht ganz verstanden. Also grundsätzlich schwebe ich ja, indem ich den Kram hier verbrauche mit X. Guck mal ganz kurz. Hier muss es doch irgendwo eine Anleitung geben. Halt. Ja, gibt es hier nicht. Also zumindest gab es. Also eine von 15. 15 Königinnen. Alter. Zumindest gab es hier. Steuerung. Mit Gravitationsgürtel schweben, halten. Verstehe ich nicht. Also zum Halten ist halt dieser Sturzflug, das haben wir jetzt gelernt. Halt nur einmal drücken. Oh, das halt machen. Das ist keine logische Bewegung von Tasten, finde ich. Ach Gott. Fuck you. Da. Kommt hier noch so ein Viech? Ja, ist okay. Ich will eigentlich diese Kugel haben. Aber jetzt klappt das natürlich mit dem Schweben. Das macht sich natürlich sehr gut. Und damit kann man dann vielleicht auch diese Königin leichter besiegen. Bei der ersten hat man ja doch ein bisschen Probleme. Macht so ein komisches Geräusch. Eigentlich wie ein Geigerzähler, oder? Dieses Schweben. Nähern uns Reparaturzentrum. Ist ja die Frage. Zu viel zu diesem Ort. Siehst du, Nick? Wir müssen mich wirklich wieder zum Menschen machen. Wenn ich als Roboter sterbe, können wir mich nicht mehr zum Leben erwecken. Dasselbe gilt aber auch für Menschen, Herc. Ja, jetzt vielleicht. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Granaten gesammelt, was ist denn das da unten für ein Ding? Was bist du? Was ist das? Ah. Das ist witzig, ich will immer noch Viereck drücken. Zum Nachladen. So, wir müssen da irgendwie hoch, vermute ich. Ist noch irgendwo was anderes zu sehen? Lass mal ganz kurz unseren
Finde das Terminal und fahre es hoch, ist die Mission. Also hier ist nichts weiter, würde ich behaupten. Hier ist hier oben vielleicht weiter. Ah, hier. Ich glaube. Ah, hier gibt's. Mr. Mechaniker, Ans Roboter neigen zur Fehlfunktion. Ein paar haben sogar schon auf mich geschossen. Ein Unfall, dessen bin ich sicher. Trotzdem macht es diese Art von Fehlern zu einem echten Risiko. Ich analysiere hier die fehlerhaften Bots. Bei kleineren Problemen lege ich sie in die Stasiskammer, um sie zu reparieren. Bei größeren Problemen kommen sie in die Laserwand. Ich darf nichts riskieren. Okay. Irk, diese Nachricht ist von Larry Parker. Also von dem hat Ann geredet. Sie hat mir gesagt, dass es von mir einen anderen gegeben hat, aber ich wollte es nicht hören. Ich bin der eifersüchtige Typ. Also jedenfalls war er ein Diener, der ihr geholfen hat, das hier alles aufzubauen. Keine Ahnung. Klang irgendwie voll nach Weichei für mich. Und was ist mit ihm passiert? Wer weiß das schon? Nichts passiert. Die Energieknoten des Zentrums müssen repariert werden. Ein Bot wurde ausgesandt. Den Bot hinterher! Wo ist denn der? Da. Beschütze den Bot, Mann! Der Bot kann nicht gleichzeitig kämpfen und Reparaturen durchführen. Wir passen auf dich auf, Kumpel! Der Reparaturbot bewegt sich! Okay. Der nette Herr, von dem ich gerade die Notiz da gefunden habe, das war so ein auch ein Charakter aus Far Cry 5. Und der hat sich weggebeamt, wenn ich mich da recht erinnere. Alter, geh doch mal beiseite. Und dem mussten wir halt helfen, sich wegzubeamen. Ich bin nervös. Auf Sachen aufpassen macht mich immer ganz nervös. Deshalb habe ich wohl nie irgendwas Wertvolles gesammelt oder Kinder gekriegt. Pass auf, Mann, da sind noch mehr! Ein Knoten ist übrig. Stirb, Mann! Noch nicht tot? Alter, ich bin so gut von einem schon geschieht. Ich fühle mich so unglaublich verantwortlich für diese kleinen Roboter, Mann. Ich meine, wir sind ja quasi verwandt jetzt. Ah, jetzt habe ich zu spät dieses dämliche Pflaster genommen. Ah. Aha. Auch das da unten, der Tipp, es war mir so auch nicht bewusst. So. Boah, jetzt muss ich. Ja, bloß ich muss das jetzt nochmal. Was ist er denn? Da. Hä? Ich fühle mich so unglaublich verantwortlich für diese kleinen Roboter, Mann. Ich meine, wir sind ja quasi verwandt jetzt. Super. Ich wollte jetzt eigentlich dieses. Ja, wir werden jetzt wieder neue aufschrecken, wenn ich jetzt. So, wo ist denn dieses Terminal? Ach, ernsthaft?
Also jetzt hier auf der Ebene oder? Ja. Zip. Okay. Was kann das jetzt? Reparaturzentrum hergestellt. Gut gemacht, Mann! Der Ruhm gebührt dem Reparaturbot, aber das war echte Teamarbeit, das erkenne ich an. Okay, machen wir weiter. Wie er sich halt immer für irgendwelchen Dreck feiert, den er gar nicht gemacht hat. So, weiter geht's. Ich würde sagen, wir holen diese Energiezelle. Wieso kann ich denn, wieso ist denn jetzt meine Energie alle? Bin ich mir irgendwie nicht richtig bewusst, was das soll. Warnung, Arachnidenkönigin voraus. Pass auf die Königin auf! Was? Warum scheint ein kaputtes Raumschiff zu sein? Das wollen wir uns natürlich gleich einmal angucken. So. Einfach nur ein kaputtes Raumschiff. Wie es scheint. Okay, hier muss irgendwo diese Königin sein. Ich glaube, die werden wir gleich auch vorlocken, wenn wir hier genug Warum schwebt der denn jetzt nicht? Nerviges Kackding. Dieses Viech ist wirklich anstrengend. Machen wir so ein Viech. Zwei. Geil. Das war die New Cardigans Require Tour. Was komisch war, weil damals hat echt jeder Strickjacken getragen. Kann gar nicht so schnell weg von dem Viech, dass es mich nicht beschießt. Ey. Die Band hat sich während dieser Tour aufgelöst und ich habe was Wichtiges gelernt. Bring deine Mutter niemals hinter die Bühne. Habt ihr aber gerade dieses Schild aktiviert oder nicht? Zugesetzt und sie wurden alle depressiv und so. Sie haben gesagt, dass sie sich benutzt und wie Objekte gefühlt haben. Einige Leute sind wohl einfach nicht für Rock'n'Roll gemacht.
küsst sie sich jetzt? Hauen die denn auch immer wieder ab? Schon nervig. Sie finden Wege. Ich bin einer Königin den ganzen Weg von hier bis zum Kälberforschungszentrum gefolgt. Das beunruhigt mich. Ich dachte, die Arachniden würden niemals in diese Anlage eindringen können, aber anscheinend habe ich mich geirrt. Die kleinen Biester sind cleverer als sie aussehen. Arachnidenkönigin voraus. Pass auf den Königin auf! Wo sind die? Nein! Ah, das hätte ich dann. Kann ich hier nicht die Granate wechseln? Er wiederholt sich, kann das sein? Sie hat mich getroffen, mein Gravitationsgürtel klemmt! Das war die No Cardigans Required Tour! Was komisch war, weil damals hat echt jeder Strickjacken getragen. Hat sich während dieser Tour aufgelöst und ich habe was Wichtiges gelernt. Bring deine Mutter niemals hinter die Bühne. Meine Mutter hat ihnen ganz schön zugesetzt und sie wurden alle depressiv und so. Sie haben gesagt, dass sie sich benutzt und wie Objekte gefühlt haben. Einige Leute sind wohl einfach nicht für Rock'n'Roll gemacht. Königin-Herausforderung. Wenn du alle Königin tötest, schadest du den Arachniden empfindlich. Während du gleichzeitig die Energiezellen an dich bringst für jeweils 5 getötete Königin, erhältst du eine Belohnung von 1. Okay. Ugh, anstrengend. Ich wusste, dass es eine gute Idee war, deinen Arsch hier aufzuschaffen. Naja. Aber der DLC ist schon sehr komisch. So. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Oder können wir ja mal hier hingucken. Oder da oben. Da. Kälberforschungszentrum. Mal hier vorne hin, weil das sieht halt auch aus, als ob hier irgendwas wäre. Und. Okay, das ist. Aber so richtig schlau aus den Funktionen, die ich hier habe, werde ich noch nicht. Ich bin wirklich gespannt auf den dritten DLC. Dead Living Zombies. Eins meiner Teile ist hier, Mann! Okay, ich bin gedrückt. Oh, geil. Thank you.
Können wir erstmal wahllos in die Botanik ballern? Sterben sie relativ zügig. Kann man die hier eigentlich irgendwas absuchen? Ja. Also ich gehe ja davon aus, dass ich hier dann noch eine. Alter, was ist denn das? Sammle Hörgs rechte Wade an. Wir nähern uns dem Kälberforschungszentrum. Hey, ich hab ein Bein! Das linke! Nein, es ist das rechte! Sehr cool! Pass nur auf, dass es nicht mein Penis ist, Mann! Der ist ungefähr genauso groß! Okay, so komme ich hier schon mal nicht hoch. Komme ich denn hier hoch? Dieses Warten auf diesen Anzug ist natürlich wieder. Dann geht der halt runter. Also auch weiter dann, wenn ich ihn komplett verbraucht habe irgendwie. So, jetzt hält er sich hier fest. Springen kurz hier rüber. Wir wollen natürlich noch die Notiz einsammeln. Die hier oben, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier. Ich spioniere. Von diesem Aussichtspunkt kann ich sehen, dass sich gleich südlich von hier ein neues Arachidien-Netz bildet. Ich warte, bis die Luft rein ist und dann untersuche ich es. Man muss den Feind verstehen, um ihn besiegen zu können. Da oben ist so das Felber-Forschungszentrum. Ich würde sagen, wir fliegen erstmal zu dem Turm. Wieso kann ich jetzt nicht schweben? Ich drücke diese Taste. Schon etwas nervig, dass das halt nicht so funktioniert, wie es da steht. So, dann wollen wir mal in das Forschungszentrum gehen, würde ich sagen. Ist ja auch unser Missionsziel, wenn ich das richtig sehe. Machen wir hier einmal kurz den Punkt weg, gehen hier auf Logbuch, das. Zip. Den ich nicht verwenden kann. Du bist auf dich allein gestellt, Amigo. Na super. War ja klar. Wieso kann er den nicht verwenden? Das verstehe ich nicht. Scheiße, Mann. Was ist das denn bitte? Okay. Ist das ein verdammter Yeti? Da drin ist ein Yeti? Verdammt, Mann. Warum hast nur du den ganzen Spaß? Mein ganzes Leben lang wollte ich einen Yeti treffen. Tu mir mal einen Gefallen. Frag ihn mal, ob er gern feiert. Ich hab da so ein Gefühl. Aber frag ihn, ich brauch die Bestätigung.
Hier drin sind ja wirklich Kühe. Oh Mann, streichelt sie für mich. Okay, hier ist noch ein Teleporter. Gibt's noch mal Energie. Oh Gott. Und nix. Okay. Ist das wirklich ein Yeti? Nicht, dass das ein Sasquatch ist. Oder wie die US-amerikanische bzw. kanadische Variante davon heißt. So. Um zum Terminal zu gelangen, musst du einen der Teleporter in diesem Zentrum verwenden. Ah, jetzt verstehe ich auch den Witz, dass das Kälber Forschungszentrum heißt. Das hat kurz gedauert. Sorry. What? Betreten das Testgelände Planet Erde. Wow, mein Gott. Hope County. Ich bin hier in einer Art Simulation. Sieht wie ein Filmset von zu Hause aus oder sowas. Hier werden das meine Roboter getestet, cool, sodass sie die menschliche Rasse optimal beschützen können. Wie lange hat Anne uns denn schon studiert? Über Jahrhunderte. Das Verständnis der Geschichte der Erde ist entscheidend. Oh. Eine Falle. Vernichte die Königin. Geil. Wollte ich theoretisch. Verriegelt. Arachnoide-Bedrohung. Er hat mich getroffen, mein Gravitationsgürtel klemmt. Die Frage, kann ich das hier einsetzen? Jetzt an der Königin Krabbensaft. Ich hab keinen Krabbensaft mehr, ne? Oder so? Das ist hier jetzt Kühe an. Mann, diese Waffen, ey. Nein! Wieso ist denn der jetzt hier runtergesprungen? Locke die Königin an, töte Arachniden. Oh. Jetzt habe ich natürlich. Was ist denn? Ach, dieser dämliche Kirchturm. Stirb, Mann! Türverriegelung zum Terminalraum entfernt. Ihr könnt eintreten.
So, hat man die auch erledigt? Wir sammeln jetzt hier mal ganz kurz noch den Loot ein. Gucken wir mal hier von oben noch, ob welche Viecher sehen, die wir noch plündern müssen. Ne, sieht nicht da raus. Haben gar nicht so viel ausgeschalten. Oder die spawnen dann halt weg. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ah, hier. Okay. Was auch immer das hier ist. Wir fahren eben noch das Terminal hoch. Und in der nächsten Folge schauen wir dann, inwiefern wir vielleicht neue Waffen bekommen können. Und ja. Schauen wir mal weiter, was das hier auch ist. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge zu Far Cry 5 Lost in Mars. Bis dann. Ciao.